Die Frage vielleicht als erstes, wie kommen wir zum Speierling? Also das ging los eigentlich so Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, kamen die Forstämter auf uns zu, zum Thema Walnuss eigentlich, ob es nicht interessant wäre, Walnüsse in den Forst zu bringen. Und wir haben dann da auch im größeren Stil eigentlich mit Erfolg Walnüsse vermehrt. Und dann ging es halt so weiter, dann kamen sie irgendwann auf uns zu, wie schaut es aus mit Speierling, wir haben da einen Baum und der ist ja selten und wir wissen nicht, wie wir den vermehren wollen und ob wir da nicht einmal ja, uns engagieren könnten, dass wir eben versuchen, den Baum zu vermehren. Das war so Ende der 80er Jahre. Der Speierling wurde ja dann also auch 1993 Baum des Jahres und hatte da dann letztendlich auch einen Schub bekommen. Und wir hatten eigentlich auch ganz gute Erfolge bei der Vermehrung, nach vielen Versuchen vom Speierling, und habe da später also auch noch ein paar Zahlen dazu. Ja, der Speierling, wo kommt der her? Sorbus domestica, also wenn man Literatur liest, kam er schon in der Antike vor und wurde letztendlich wahrscheinlich von den Römern über die Alpen zu uns nach Deutschland oder in das heutige Europa gebracht. Es ist eine sehr wärmeliebende Baumart, und kommt bei uns, also im Würzburger Raum, wo wir herkommen, im Unterfränkischen, hauptsächlich auf trockenen und schlechten Standorten vor. Ist meiner Meinung nach ein idealer Baum oder ein guter Baum für den Klimawandel, weil er eben auf sehr trockenen Standorten vorkommt und dort eben gut mit Konkurrenten mithalten kann. Weitere Gründe für seine Seltenheit ist, wenn man jetzt so mit den Förstern gesprochen hat, dass eben die Eberesche im Wald nicht gewünscht war und von den Waldarbeitern im Prinzip eliminiert wurde, rausgehackt wurde, und der Speierling eben der Eberesche sehr nah oder sehr ähnlich schaut, gerade vom Blatt her, und deswegen fälschlicherweise auch mal im Prinzip aus den Wäldern entfernt wurde bzw. rausgehackt wurde. Weitere Gründe dafür sind, für seine Seltenheit ist, dass man also auch unter Bäumen, obwohl die zentnerweise Früchte tragen, also keine Sämlinge aufgehen sieht. Das meiste, was man in den Wäldern findet, ist dann Wurzelbrut, also über Ausläufer, wo er, wenn ein Baum umgesägt wird oder abstirbt, wo eben dann Wurzelschösslinge wieder aufgehen. Außerdem werden die Früchte also auch sehr stark vom Wild gegessen, Rehe, Wildschweine, vor allen Dingen, wenn sie die Gerbsäure abgebaut haben, wenn sie so ihnen braun werden, teigig werden, dann werden sie also auch sehr gern von Wild gefressen und sind durchaus auch dann schmackhaft, aber im grünen Zustand haben sie eben sehr viel Gerbsäure, und manche sagen, Speierling kommt von Spein. Also wer schon mit einer Schlehe gebissen hat, der weiß, sag jetzt mal, dass einem die Spucke wegbleibt, und der Speierling hat noch deutlich mehr Gerbsäure. Ja, Mäuse ist auch ein Problem. Also wir haben versucht, Speierlinge zu stratifizieren und das Ganze draußen im Freien zu machen, und haben das eben in Pikierkisten ausgesät, und im Frühjahr mussten wir feststellen, dass kein einziger Samen mehr da war. Gut, jetzt Speierling hat letztendlich der Baum zwei Bedeutungen. Also zum einen für den Forst. Es ist also ein seltenes Edelgehölz, das auf Auktionen doch immer Spitzenpreise erzielt. Manchmal wird er auch unter Schweizer Birnbaum gehandelt, aber es ist ein sehr schönes Holz, ein sehr dichtes Holz. Es ist, gesunde Stämme sind wahnsinnig schwer, also das Holz ist sehr dicht, sehr schwer, und gesunde Stämme gehen zum Teil sogar im Wasser unter. Was ein Problem zum Teil ist, ist, dass der Speierling eine sehr lichthungrige Baumart ist und sich, wenn er sich im Wald befindet, eben dann, wenn er Schatten bekommt, wenn er bedrängt wird von Eiche oder Buche, dass er sich dann im Schatten also sofort dürre Äste bekommt und sich zurückzieht. Ja? Und das heißt, er muss also regelmäßig gepflegt werden, er muss freigestellt werden, und es ist natürlich pflegeintensiv, und wozu die Förster oder beziehungsweise die Waldarbeiter nicht immer dann Zeit haben. Ja, man findet ihn deshalb hauptsächlich nur, ich habe schon angedeutet, auf armen Standorten, wo er dann eben in der Konkurrenz mit Eiche und Buche eben mitkommt. Und ein Beispiel dafür, wie trockenheitsverträglich der Speierling ist, war für mich das Jahr 2013, dieser Jahrhundertsommer. Wir haben bei uns in der Anlage ein
einen schwachen Sandboden mit einer 30er Bonität, liegen unter 600 mm Niederschläge. Und der Speierling war 2013 der einzige Baum, der ohne Bewässerung keinen Trockenstress gezeigt hat. Also wir hatten einen Versuch mit Zwetschgen mit und ohne Bewässerung und den mussten wir abbrechen, weil die Zwetschgen ohne Bewässerung, das sind die Zwetschgen zu den Bäumen, an Rosinen geworden. Und der Speierling war dagestanden, als ob nichts wäre. Wächst eben auch in Italien am Vesuv bei 400 mm Niederschlag und ist, wie gesagt, deshalb vielleicht ja, gerade in Zeichen des Klimawandels interessant. Gut, aus obstbaulicher Sicht kommt er vor allen Dingen in Hessischen, findet man sehr häufig. Dort ist es eigentlich traditionell, dass auf einer Wiese oder auf einer Streuobstwiese auch ein, zwei Speierlinge steht. Gibt sogar auch Firmen dort, wo Äppelweih, also Äpfelmost machen, die den Speierling grün ernten und dann ihn zum Klären statt Schwefeln so im geringen Prozentteil, vielleicht nur 1% in den Apfelmost mit reinmachen und ihn dann natürlich ausbauen, um den Most eben zu klären und haltbar zu machen. In Süditalien wird er zum Teil heute noch getrocknet gegen Magenbeschwerden verkauft, findet man zum Teil auch noch in alten Literatur, dass er gut gegen Magenbeschwerden helfen soll. Und ansonsten ist klar, Edelbrenner suchen immer nach Raritäten. Und zur Veredelung dient er also auch, hat auch ganz gute Zuckergehalte, wird oft durch die Gerbsäure überlagert, aber wir haben da also auch schon Zuckergehalte bis zu 80% festgestellt und es gibt eben, wie gesagt, also auch ein gutes Destillat, muss man aber vielleicht ein paar Jahre liegen lassen, am Anfang ist er etwas rau und dann, wenn man doch einige Jahre den Schnaps liegen hat, dann wird er etwas milder. Ja, dann komme ich zur Anzucht. Wie haben wir den Speierling vermehrt? Wir haben dann von den Förstern Speierlinge bekommen, haben die also überreif werden lassen, bis sie eben dann weich waren und haben das Ganze letztendlich, diese Früchte, ja, zermatscht. Ich bitte teilweise vielleicht die Bildqualität von ein paar Bildern zu entschuldigen, weil manches ist, wie gesagt, dann also auch schon 20 Jahre alt oder 25 und wurde von Dias digitalisiert. Also wir haben das letztendlich zermatscht hier in so einem Bottich drin und haben dann versucht, den Samen über Wasser und über Siebe auszuwaschen und vom Fruchtfleisch zu trennen. Das Ganze circa Ende Oktober und haben dann letztendlich die Samen, am Anfang haben wir das sorgfältig noch ausgepult, die Samen von der Spelze getrennt, von der Schale. Zum Schluss haben wir gesagt, das macht nichts mehr aus und wir haben dann im Prinzip das Ganze so ausgesät, wie es war. Und zwar haben wir Anfang November also ausgesät in sogenannten Bikierkisten, also so ein Torf-Sand-Gemisch und haben das Ganze bei ca. 100 Tage in die Kühlzelle. Es muss letztendlich also auch die Keimhemmung gebrochen werden, wie bei vielen anderen Pflanzenarten auch. Die haben ein gewisses Kältebedürfnis, dass die Keimhemmung gebrochen wird. Diese 100 Tage waren also auch ein Muss. Wir hatten zum Teil auch mal schlechte Keimergebnisse. Das war zu einem darauf zurückzuführen, dass dann eben die zu kurz in der Kühlzelle waren. Wir haben das dann manchmal dann, wir haben es raus ins Warme gestellt, ging schlecht auf und dann haben wir gesagt, wir probieren es nochmal, haben die nochmal 14 Tage, 3 Wochen in die Kühlzelle und danach plötzlich liefen sie auf. Hatten aber zum Teil auch schlechte Keimergebnisse. Vor allen Dingen hat man das dann festgestellt, weil wir hatten selber bei uns so ein kleines Wäldchen oder mit 30 verschiedenen Speierlingen und die, wo wir von Forst bekommen haben, hatten dann zum Teil, wir haben dann Keimproben gemacht, bis zu 80% oder 90% der Samen waren gar nicht keimungsfähig. Ist so, dass der Speierling also selbstfruchtbar ist, also er fruchtet also auch alleine, aber die Bäume, wenn allein stehen, haben also ein schlechtes Keimergebnis. Und wenn wir sie eben dann, wir hatten eben so einen Sämlingsverbund von 30 verschiedenen Sämlingssorten und da hatten wir also sehr, sehr gute Keimergebnisse. Ja, wie gesagt, wenn wir eben dann die Saatkiste haben wir dann im März so bei 20 Grad plus ins Gewächshaus gestellt und dann sind die also auch innerhalb von 2 bis 3 Wochen aufgelaufen. Hier also Sorte aus Bovender Nordlicht nennt sich die, die wir also wie gesagt dann so Mitte April, die eben dann am 20.11. hier ausgesät wurde und dann in die Kühlzelle kam und eben dann Mitte April aufgelaufen ist. Ja, wie ging es dann weiter? Wir haben dann diese ganzen Saatkisten letztendlich bikiert, haben das in 6er Erdpresstöpfe rein und haben versucht, das also zügig weiter zu kultivieren.
Wir mussten dann feststellen, dass wir zum Teil auch Ausfälle so bis zwischen 20% und 30% hatten mit Pflanzen, die also, wo die Stiele braun geworden sind, wo umgefallen sind, und haben dann überlegt, was können wir hier machen. Ich denke, das war zum größten Teil an der Erde gelegen, dass die nicht keimfrei war, und haben dann mit damaligen Mitteln, Fonganil oder Aliette, was im Erdbeeranbau zugelassen war, also ein Bodenfungizid, unmittelbar nach dem Pikieren die Pflanzen angegossen und hatten damit sehr gute Erfolge. Sicherlich, wenn man die Erde keimfrei machen würde, denke ich, hätte es den gleichen Effekt. Ja, dann hatten wir solche Bestände, also wie gesagt, so 14 Tage nach dem Pikieren, ja, und haben die also versucht, erst im Gewächshaus zügig weiter zu kultivieren und haben dann im Prinzip das Ganze zum Teil getopft, zum Teilweise eben auch aufs Feld gebracht und ja, die Pflanzen letztendlich weiter kultiviert, haben die nach den Eisheiligen, haben wir es heraus, vorher etwas in Schatten, ein wenig abgehärtet und dann, wie gesagt, halt ja, sowohl im Topf als auch im Freiland zügig weiter kultiviert. Also hier im Freiland, wir hatten dann auch Versuche gemacht, da war viel im Raum gestanden, die vertragen sich nicht mit anderen Obstgehölzen. Wir haben dann Versuch gemacht, drei Walnüsse, ein Speierling immer im Wechsel, das Ganze mit Zwetschge, mit Apfel, alles Käse. Ja, wir haben dann eben hier, wie gesagt, Monokultur gemacht und das hat sehr gut also funktioniert und haben da also ganz gute Erfolge gehabt. Was ein Problem beim Speierling dann ist in der Anzucht, wenn er jung ist, ist er relativ auch mal schorfanfällig. Wir mussten also wie im Obstbau auch ein paar Schorfbehandlungen machen. Später entwickelt er so eine gewisse Altersresistenz, ja, und hat zwar dann auf den Früchten auch wegen Schorfflecken, aber es tut ihm im Wachstum also kaum beeinträchtigen. In der Jugend war es sinnvoll, hier ein paar Behandlungen zu machen, ansonsten sind teilweise die Triebspitzen zurückgetrocknet. Ja, so schaut es eben dann aus, Mitte August, ja, die jungen Pflanzen, und wir haben dann einmal Bilanz gezogen, was wir eben vermehrt haben für den Forst. Sie sehen also, Walnüsse war natürlich deutlich am meisten, damit haben wir auch am ersten begonnen, aber so über einen Zeitraum von 10 Jahren, hier rot, haben wir doch für den Bayerischen Forst 32.000 Speierlinge vermehrt. Ja, war ein interessantes Programm. Später kam dann noch Elsbeere dazu. Dann hat der Forst gesagt, könnt ihr nicht Wildbirne machen, könnt ihr nicht Wildapfel machen. Haben wir dann alles gemacht, aber im Zuge dann dieser Stellenabbaus mussten wir dann das Ganze letztendlich wieder im Prinzip vor 15 Jahren aufgeben, weil natürlich unsere erste Aufgabe ist, für die Erwerbsanbaubetriebe Versuche zu machen und nicht, sag jetzt mal, Früchte oder Bäume für den Forst zu produzieren. Dafür sind die Forstbaumschulen da. Gut, wir haben die Speierlinge in der Regel 2 Jahre stehen gelassen. Nach 2 Jahren waren die dann so, ja, zwischen, ja, 1,20, 2 Meter groß, und haben die dann also mit einem Rodepflug oder einem Rüttelpflug im Prinzip rausgerodet, haben dann den Bestand gemacht, wie viele Pflanzen wir haben, und das wurde dann von den Forstämtern jeweils an die Forstämter verteilt, haben dann Abholtermin gesetzt, und dann musste eben dann zum gewissen Zeitpunkt innerhalb von 2-3 Tagen, dass wir die Pflanzen nicht einschlagen müssen, mussten die Pflanzen eben geholt werden und wurden dann eben in den bayerischen Wäldern verteilt. Ich habe mich dann auch mit 2 Kollegen noch privat mit den Speierlingen beschäftigt, weil es einfach eine schöne Pflanze ist. Wir sind auch im Förderkreis Speierlinge dabei, die Bayerische Landesanstalt, da war jetzt auch die letzten Wochenende die Tagung oberhalb von Hamburg in Augrug, sind auch Schweizer Kollegen dabei, spielt ja auch in der Schweiz auch eine Rolle, der Speierling. Wir haben dann also auch, sagen wir, privat was vermehrt mit einem Kollegen, der hatte eben auch wegen Landwirtschaft, und so haben wir hier auch privat, sag jetzt mal, eine schöne Kultur gehabt. So 5-6-jährige Pflanzen, weil immer wieder Anfragen kamen von Kommunen, sie wollen größere Speierlinge und habt ihr nicht Hochstämme und so weiter. Gut, dann ging es aber auch dann weiter. Ja, habt ihr nicht welche, also auch, wo schöne Früchte tragen, wo größere Früchte tragen. Und da hatten wir also ein Sortiment aus dem Frankfurter Raum aufgepflanzt, die schon 15, 20 Jahre bei uns standen. Und hier hat sich vor allen Dingen der Baum, ein Sämling aus Sossenheimer mit besonders großen Früchten, ja, rauskristallisiert. Das war der Sossenheimer Riese. So haben wir ihn auf jeden Fall getauft. Der ist jetzt mittlerweile auch schon, denke ich, so bekannt, dass man den in den Baumschulen bekommt, zumindest in den bayerischen Baumschulen. Und habe dann selbst also den Speierling veredelt, das heißt einjährige Reiser, wie man es vom Obst her kennt, 2-jährige Unterlagen. Ich habe dann eigentlich nur Speierlingsunterlagen verwendet, weil ich nicht wusste, ob sie mit anderen Obst
Arten kompatibel sind. Manche hat gesagt, Weißdorn geht, manche hat gesagt, Birne geht, aber da waren nirgendwo nachweislich gute Erfolge da. Und manchmal, die, wo sie im Obstbau auskennen, wissen, dass Verträglichkeiten sich manchmal auch erst nach 10 oder 20 Jahren rausstellen. Und wir sind dann einfach auf Nummer sicher gegangen und haben da letztendlich nur auf Speierling-Sämlinge veredelt. Ja, das Ganze eben ganz klassisch mit Kopulation, das heißt Schrägschnitt. Ja, wichtig ist, dass man das Ganze halt fachgerecht macht, einen geraden Schnitt mit Gegenzunge. Das Ganze eben dann auch bei der Unterlage hier, ja, fügt es beides zusammen, verbindet das Ganze und letztendlich dann wird das Ganze getaucht in einem Rebveredelungswachs, wo das Ganze letztendlich also luft- und wasserdicht verschließt. Ja. Und hat man also eigentlich sehr gute Ergebnisse, war problemlos von der Veredelung her, hatten eigentlich 95% und mehr Anwachsquote, wenn Edelreiser und Unterlage eben gleich also gut waren und natürlich das Ganze also auch dann fachlich gut gemacht wurde. Ja, das haben wir dann eben dann im Gewächshaus aufgestellt. Ja, man sieht jetzt hier, dass die schon austreiben Ende März, wir haben das meistens so Ende Januar, Anfang Februar gemacht, die Veredelung. Fernsehen war dann auch da, hat hier ein bisschen Aufnahme gemacht, ja, die Anzucht von Speierlingen. Ich hätte auch einen Film noch gehabt, also die haben dann auch über das Verarbeiten, über das Brennen bei uns in der Landesanstalt einen Film gemacht. Aber das würde jetzt zeitlich den Rahmen sprengen. Ich habe versucht, meinen Vortrag zu komprimieren, hätte sicherlich noch ein paar mehr Bilder gehabt, dass ich eben zeitlich hier zurechtkomme. Ja, ansonsten, wie geht es dann weiter? Wie gesagt, wichtig halt zügig weiter kultivieren, ja, sowohl drinnen und dann, wenn die Eisheiligen rum waren, eben haben wir das Ganze also auch dann draußen im Freien gemacht. Ja, und wenn eben, je nachdem wie kräftig die Unterlage war oder wenn die gut eingewachsen war, dann hat man also auch schon im ersten Jahr Speierlinge von 1,20 Meter bis 1,50 Meter. Na, vor allen Dingen im Freien, wenn dann die Sämlinge schon 2 Jahre im Boden sind und man veredelt da drauf, dann ist da richtig Dampf drauf und dann gehen die also auch gut los. Hier, wie gesagt, das Ganze also nochmal im Freien also auch aufgepflanzt, ja, und ansonsten zügig weiter kultiviert, das heißt Räubern heften. Räubern heißt, alles was unterhalb der Veredelungsstelle ist, wird entfernt. Man sucht sich einen Trieb raus, soll ja einen Stamm geben, den senkrechtesten, den geradesten, heftet den und die anderen Triebe werden entfernt. Ja, und dann haben wir hier, wie gesagt, einjährige Speierlinge, ja, veredelte Speierlinge, also im Herbst, wie gesagt, mit einer kräftigen Unterlage und Hunger und Durst, was dann eben dann auch nötig ist für ein schnelles Wachstum, hat man da also eine schöne Anlage. Ja, ansonsten hier nochmal vielleicht der Unterschied, der Sossenheimer Riese, ja, zum einen im Vergleich links also der Sämling, rechts der Sossenheimer Riese, 80% der Speierlinge sind birnförmig, 20% apfelförmig, die Übergänge sind fließend, wenn der Hals von der Birne immer kürzer wird, ist es ein Apfel, ja. Und Ziel ist letztendlich also auch vielleicht dann solche Bäume, wie man es hier hat, ja, in die Landschaft zu bringen. Ein wunderschöner Baum bei Kronberg in der Nähe von Frankfurt wird auf 150 Jahre geschätzt und hat einen Durchmesser von 19 Meter und ist auch 19 Meter hoch und bringt jährlich 1 Tonne Speierling. Ja. Also empfehle dann eben, wenn man eine Streuobstwiese sich anlegt, vielleicht den Speierling nicht zu vergessen und vielleicht 1, 2 Bäume zumindest einzustreuen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Bin jetzt mit meinem Vortrag. Applaus